Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wie ich bereits angekündigt hatte, werden wir heute den Prolog spielen zu Dunkelforst. Und zwar braucht ihr dazu nur auf den Kronenshop zu klicken, dann einmal auf Quests und einmal auf Prologe. Und dann findet ihr ganz oben rechts den Prolog Berührung eines Sterblichen. Da einfach doppelklicken. In dem Fall habe ich sie jetzt schon. Und dann könnt ihr mit dem Ganzen beginnen. Wir sind jetzt hier in Malabaltor, ganz unten am Verlies, die Ruinen von Shael. Da müssen wir jetzt hin. Das müsste in der Richtung sein. Ja, irgendwo unter uns. Oh. Hinter Wasser. Und schon mal eine kleine Warnung vorweg, wenn ich in dieser oder in den nächsten Folgen anfange, ein wenig zu quietschen oder so, dann ist das nur meiner Erkältung geschuldet. Es tut mir wirklich leid, aber ich hatte das jetzt schon des Öfteren, dass ich die Stimme ein bisschen verloren hatte. Also nehmt es mir bitte nicht böse. So, wir müssen einmal bis zum Ende durch. Guck mal eben. Wir müssen auf jeden Fall geradeaus durchlaufen, weil hier die Tür ist nämlich wieder versperrt. Das heißt, komplett geradeaus und dann die erste Möglichkeit, die es gibt, rechts runter. Okay, da laufen wir dann erstmal durch. Und dann müssen wir unsere Lieblings-Tremora finden. Also meine Lieblings-Tremora. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussieht. Wobei, so viele, muss ich sagen, kenne ich jetzt auch nicht. Und so viele will ich auch, glaube ich, gar nicht kennenlernen. Ja, ist ja gut. Ich habe euch doch gar nichts getan. Lass mich doch einfach hier durch. Brennt es nieder! Was für ein Interesse hat ein Dagon-Kult an diesem Ort? Flo. Tut euer Schlimmstes, Tremora. Ich sage euch gar nichts. Ich werde das Wissen aus euch heraus. Verdammt. Sterbliche sind einfach zu zerbrechlich. Es sei denn, sie sind Templer und heilen sich selber. Ah, ihr seid eingetroffen. Hervorragend. Ihr wart in der Vergangenheit sowohl einigermaßen interessant als auch angemessen hilfreich. Bemühen wir uns darum, dass dies so bleibt. Dieser Kultist von Merunes Dagon weigerte sich, meine Fragen zu beantworten. Und ich war vielleicht etwas zu enthusiastisch bei der Befragung. Warum habt ihr mich herbeigerufen, Lyrant? Seit wir uns das letzte Mal begegnet sind, bin ich den Umtrieben dieser Anhänger von Merunes Dagon nachgegangen, als ich auf ein Hindernis stieß. Es schmerzt mich, es zugeben zu müssen, doch hier ist das Wirken einer Sterblichen gefragt. Ich brauche Unterstützung. Von was für einer Unterstützung sprechen wir? Eines der kaiserlichen Verstecke ist hinter dieser Tür verborgen. Leider wurde dieser Eingang mit einem Schutzzauber belegt, sodass niemand hinein kann. Einschließlich dätrischer Wesenheiten. Ihr müsst den Schutzzauber brechen und mir helfen, das Geheimnis dieser verborgenen Verstecke zu lüften. Wie breche ich den Schutzzauber? Nehmt dieses Amulett. Ich habe große Mühen auf mich genommen, um es zu beschaffen. Es sollte euch erlauben, den Schutzzauber zu vernichten und den Weg in die verborgene Anlage zu öffnen. Wir müssen die darin verschlossenen Geheimnisse finden, bevor es die Dagonisten tun. Das Schicksal eurer Welt hängt davon ab. Nun gut, ich werde versuchen, die Schutzzauber zu brechen. Das Amulett sollte es euch erlauben, den Schutzzauber zu entfernen, damit wir in die verborgene Anlage eindringen können. Ich ließ es eigens nur zu diesem Zweck anfertigen, aber es wirkt ausschließlich für Sterbliche. Macht schnell! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Was hofft ihr, in der verborgenen Anlage zu finden? Ich habe eine Karte der Kultisten von Merunes Dagon beschafft, die andeutet, dass ein kaiserliches Versteck darin verborgen ist. Ich will es vor ihnen erreichen und herausfinden, was Kaiser Leovic für derart wichtig hielt, dass er es vor Sterblichen sowie Daedra verbergen wollte. Ihr habt das Schicksal der Welt erwähnt. Möchtet ihr das noch ausführen?
geht es bei den Taten der dädrischen Fürsten, wenn sie sich denn in diese Richtung wenden, nicht immer nur um diese ganz besondere Dreckkugel? Die Langhauskaiser haben generationenlang ein Geheimnis bewahrt. Ein Geheimnis, bei dem es um Merunes Dagon geht. Und ihr meint, dass dieses Geheimnis gefährlich ist? Ein Geheimnis, das vor Sterblichen sowie Daedra geschützt wird und bei dem es um den Fürst der Zerstörung geht? Ich glaube nicht, dass es noch viel offensichtlicher sein könnte. Welche Form diese Bedrohung genau haben wird, das ist es, was ich herauszufinden hoffe. Warum interessiert euch das? Ich dachte, alle Daedra wären böse. Wie außerordentlich engstirnig Sterbliche doch sein können. Wie definiert ihr böse? Kümmert mich das Leben Sterblicher? Nein. Kümmert euch das Leben der Ameisen, die unter euren Füßen kriechen? Unsere Interessen decken sich in dieser Sache. Das sollte ausreichen. Wenn der Schutzzauber aktiv ist, warum macht ihr euch dann Sorgen darüber, dass die Kultisten das Versteck zuerst erreichen könnten? Ich habe die Dagonisten Magie einsetzen sehen, die den Schutzzauber kurzzeitig ausschalten kann. Ihre Macht ist allerdings beschränkt und der Schutzzauber wurde wieder aktiv, bevor ich ihnen folgen konnte. Nur Macht, die der des Amuletts nahe kommt, kann den Schutzzauber ganz zerstören. Woher habt ihr das Amulett, das ihr mir gegeben habt? Nehmt ihr etwa an, ich hätte keinerlei Ressourcen? Dass ich keine Verbindungen sowohl in Mundus als auch im Reich des Vergessens habe? Ich habe euch das Amulett gegeben und es wird seine Arbeit verrichten. Alles andere spielt keine Rolle, kleine Sterbliche. Warum verwendet ihr das Amulett nicht selbst? Warum braucht ihr mich? Der Schutzzauber ist tödlich für Daedra. Als Sterbliche ist er für euch völlig harmlos. Er verwehrt euch einfach nur den Zutritt. Außerdem kann das Amulett nur von Sterblichen verwendet werden. Das ist einer der Gründe, warum es den Schutzzauber aufheben kann. Also wird der Schutzzauber mir nicht schaden? Als Sterbliche seid ihr vollkommen immun gegen die tödliche Wirkung des Schutzzaubers. Solange er aber an Ort und Stelle bleibt, hindert er uns beide daran, durch den geschützten Durchgang zu treten. Das ist schließlich seine Hauptaufgabe. Wer ist Merunes Dagon? Merunes Dagon ist einer der dädrischen Fürsten, der Herren des Reichs des Vergessens. Um genau zu sein, ist er der Fürst von Zerstörung, Revolution und Ambition. Naturkatastrophen sind seine Spezialität. Doch manche betrachten ihn als kaum mehr als einen Gott des Blutvergießens und des Verrats. Warum machen euch die Umtriebe eines Kults von Merunes Dagon Sorgen? Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich bin neugierig. Geheimnisse interessieren mich. Wenn sich jemand Sorgen machen sollte, kleine Sterbliche, dann seid ihr es. Warum sollte ich mir Sorgen machen? Wenn ein Kult, der sich einem Gott der Zerstörung verschrieben hat, seltsame Dinge vor eurer Türschwelle anstellt, stehen die Chancen ganz gut, dass euer Haus von Feuer verschlungen, durch Erdbeben verschüttet oder von einer Flut überrollt wird. Und mit euer Haus meine ich ganz Nirn. Ja, das sind doch tolle Aussichten. Dann hole ich mir mal eben schnell hier die Scherbe. Anscheinend war ja auch gerade eine. Die nehme ich mir auch mal direkt mit. Alter, ist das jetzt dein Ernst? Ich will doch nur die Truhe nehmen, die ich gerade geöffnet habe, Leute. Ganz ehrlich. Wieso passiert sowas überhaupt? Ich verstehe es nicht. Ich kann die anderen Sachen doch auch nehmen. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Das sind dann so die Momente, wo dann irgendeiner reinkommt, dann die anderen, die Gegner auf dich zieht
und du dann die Truhe nicht nehmen kannst und derjenige halt eben die Truhe wegnimmt. Also das ist so, ich meine, hier ist es jetzt nicht so gewesen, aber das ist so diese typische Situation und ich muss ganz ehrlich sagen, das nervt unheimlich. Der Schutzzauber ist aufgehoben. Mal sehen, was uns erwartet. Also das Mindeste wäre hier tatsächlich, dass wenn man sowieso gerade geöffnet hat, man die Sachen direkt nimmt. Kümmert euch darum. Ich warte hier. Ohne halt angegriffen zu werden. Noch mehr Schutzzauber. Ja. Ach da. Direkt mal gucken, was in der Truhe ist. Eine Karte von Gratwald, okay. Ein Gewölbeschema. Da hinten ist die nächste Truhe. Eine Schriftrolle des Kaisers. Sie ist oben geblieben, so wie das aussieht. Ja. Ihr habt die Schutzzauber aufgehoben. Ich habe gespürt, wie sie nacheinander zersprungen sind. Gut gemacht, kleine Sterbliche. Jetzt sagt mir, was habt ihr herausgefunden? Ich habe eine Schriftrolle, die das Siegel von Kaiser Leovig trägt, Baupläne einer weiteren Anlage und eine Karte von Gratwald gefunden. Lasst mich mal sehen. Eine Sammlung scheinbar gewöhnlicher Gegenstände. Zumindest oberflächlich betrachtet. Doch seht euch diese Schriftrolle an. Sie trägt nicht nur das Siegel des letzten Langhauskaisers, sondern sie wurde auch so verzaubert, dass man sie nicht ausrollen oder lesen kann. Interessant. Werdet ihr aus den Bauplänen schlau? Es sieht aus, als wären es architektonische Pläne. Und nicht für gewöhnliche Baukunst, die man in eurer Welt so häufig findet. Nein, diese Pläne beinhalten starke dätrische Elemente. Es ist natürlich eine Art Schatzkammer. Verstärkt und gefestigt durch eine komplexe arkane Matrix. Interessant. Was glaubt ihr, was die Karte bedeutet? Sie markiert einen Ort in Gratwald, Nesalas, eine weitere Ruine und vielleicht noch eine Anlage. Ich werde ein Portal öffnen, um euch dorthin zu bringen. Behaltet das Amulett. Es hat immer noch Macht genug, um ein paar Schutzzauber aufzuheben. Während ihr sucht, werde ich versuchen, die Schriftrolle zu lesen. Dieses Portal bringt euch nach Nesalas. Untersucht die Anlage dort, während ich mich mit der Schriftrolle befasse. Ah, jetzt ist auch das Zeichen weg, okay. Ich hatte mich nämlich gerade schon gewundert, da war nämlich noch ein Zeichen an der Tür, dass ich da rausgehen soll. Vertraut mir, Tarendil. Magie ist die einzige Möglichkeit, wie so viele Rotwardonen hier sind. Noch ein Schritt und ihr kriegt einen Pfeil ins Knie. Hey, ihr seht nicht wie eine Kultistin aus. Evely! Was warst du denn hier? Ihr seid kein Bündnissoldat oder einer dieser verdammten Kultisten. Ihr seid... ihr! Echt? Bei Basraks frostigem Unterleib bin ich froh, euch zu sehen. In Anbetracht der Soldaten und der Kultisten ist das hier eine fast so schlimme Angelegenheit wie die in Orsinium. Aber was macht ihr hier? Ich suche nach kaiserlichen Verstecken in einer verborgenen Anlage. Kaiserliche Verstecke? Was für ein Zufall! Das ist genau das, was auch mich hierher geführt hat. Doch dann fand ich diesen Trupp Waldelfen vor. Er wird von Bündnissoldaten und einer Gruppe irrer Daedra-Kultisten angegriffen. Es ist wie eine Ermittlerin Vala-Geschichte. Oh je. Ich versuche, das Versteck zu erreichen, bevor die Kultisten es finden. Die Kultisten suchen auch nach dem Versteck? Das erklärt einiges. Ihr Anführer ist jemand namens Unheilsbringer Eschiel. Und eine Art Gelehrte folgt ihm wie ein trauriger Welpe. Wisst ihr, wo sich das Versteck befindet? Tiefer drinnen, würde ich denken.
Der Kultistenanführer hat die Soldaten bestochen und sie haben ihn und seine Anhänger einfach reinmarschieren lassen. Wenn ihr den Weg freimachen könnt, hole ich die Waldelfen da raus und folge euch danach. Wir können uns weiter drinnen treffen, sobald ihr die Kultisten findet. Wie stehen die Dinge in Osinium? Den Umständen entsprechend gut, als ich das letzte Mal dort war. Basrak schlägt sich gut. Er arbeitet mit den Clans zusammen, um alles am Laufen zu halten. Es ist schwierig. Viele haben Kurok respektiert. Selbst nach allem, was Kurok getan hat, ist er noch beliebt. Wieso habt ihr euch entschlossen, weiterzuziehen? Es gibt keinen bestimmten Grund. Wie ihr auch, dachte ich, es wäre Zeit, fortzugehen. Zeit für das nächste Abenteuer, die nächste Herausforderung. Jetzt bin ich hier und finde für einen wohlhabenden Gönner mehr über Kaiser Leowigs Vergangenheit heraus. Was könnt ihr mir über Unheilsbringer Eschiel sagen? Nicht viel. Ich habe nur ein paar Kultisten seinen Namen erwähnen hören. Sie sagten ihn mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Respekt. Ich denke, sie haben Angst vor ihm. Mir ist aufgefallen, dass die Gelehrte dicht an seiner Seite blieb. Sie erläuterte ihm die Geschichte dieses Ortes. Wer wart ihr noch gleich? Hallo, was ist denn das für eine blöde Frage? Okay, wir fragen Evely, die Waldelfe, wer sie ist. Wer wart ihr noch gleich? Ich bin nur eine junge Waldelfin mit einem guten Bogen und einem Hunger auf Abenteuer. Ich habe vor, mir einen Namen zu machen. Und das scheint die ideale Gelegenheit dafür. Wenn ich nicht versehentlich bei irgendeinem dummen dädrischen Ritual geopfert werde. Was meint ihr mit einen Namen machen? Angeknackste Eicheln! Ihr bewährten Abenteurer versteht das nicht. Wenn man anfängt, ist es schwierig, als richtige Heldin anerkannt zu werden. Aber genau das will ich. Genau wie in den Geschichten um Ermittlerin Vala und die grüne Kapuze. Die grüne Kapuze. Warum habt ihr es auf ein kaiserliches Versteck abgesehen? Ich habe ein Tagebuch in der Schwarzdrachenvilla gefunden, einer geheimen Zuflucht der Langhauskaiser. Es war irgendwie verschlüsselt. Daher brauchte ich eine Weile, um den Inhalt zu entschlüsseln. Also eigentlich hat ihn jemand für mich entschlüsselt. Was stand in dem Tagebuch? Sogar entschlüsselt schien das Tagebuch nicht viel Sinn zu ergeben. Kaiser Leowig hat es geschrieben. Viel verrücktes Gerede über Anlagen überall in Tamriel, in denen er Verstecke angelegt hatte, die etwas mit dem Geheimnis des Kaisers zu tun hatten. Ich entschied mich, dem nachzugehen. Deshalb bin ich hier. Also manchmal, bin ich ganz ehrlich, verstehe ich Zeni Max nicht. Sobald ich diese Waldelfen hier rausschaffen kann, komme ich nach. Okay. Manchmal verstehe ich Zeni Max einfach nicht. Ich meine, jeder, der Osinium beispielsweise gespielt hat, kennt und liebt Evely. Und dann diese blöde Frage, wer seid ihr eigentlich? Oh. Ja. Das hätte man auch eleganter lösen können. Alles gut, alles klar. Alle reden hier durcheinander, ich weiß nicht warum. Ich muss dahin. Die Kultisten haben den Schutzzauber zerstört und sind reinmarschiert. Wieso müssen diese NPCs immer anfangen zu reden, sobald ich schon E gedrückt habe? Ich kann es ja dann nicht mehr zurücknehmen. Hey, hier drüben. Das müsst ihr sehen. Oh ja. Ein Schutzzaubertruhe. Was hat euch so lange aufgehalten? Egal, vergesst es. Seht da unten. Das sind der Kultanführer und die Gelehrte, von der ich erzählt hatte. Und das muss das kaiserliche Versteck sein. Wie seid ihr so schnell hierher gekommen? Was soll ich sagen? Ich bin schnell wie ein Blatt im Wind und so leise wie ein Schatten. Ich würde vorschlagen, wir nehmen unterschiedliche Wege in diese Kammer. Nur für den Fall der Fälle. Ich treffe euch dort unten. Wer als letzter einen Kultisten mit einem Pfeil spickt, ist ein saurer Goa-Apfel. Dieses Tagebuch, das euch hierher geführt hat, hat es zufällig auch das Schicksal der Welt erwähnt? Was für eine seltsame Frage. Ich wurde beauftragt, in der Schwarzdrachenvilla ein anderes Buch zu finden, als ich das Tagebuch gefunden habe. Ich war neugierig und hatte etwas Zeit, also habe ich es entziffert. Es stellte sich heraus, dass es hauptsächlich Geschwafel war. Kaiser Leowig war entweder verrückt oder... Oder was? Verzweifelt. Es war in der verschlüsselten Nachricht irgendwie zwischen den Zeilen zu lesen. Aber ja, er erwähnte das Ende der Welt inmitten des anderen verrückten Geschwafels.
Ich bin hergekommen, um zu sehen, ob abgesehen von seinen offensichtlichen Spinnereien wirklich etwas Gefährliches hier lauert. Das hört sich nicht gut an. Okay. Okay, da kann man nicht runter. Ach so, ja, ich sehe schon. Ich muss komplett durchlaufen. Hier rechts komme ich dann auch nicht durch, genau. Mehr Schichten als der Schutzzauber davor. Halt! Ich spüre Eindringlinge. Haltet sie zurück, während ich mein Werk vollende. Wieso werde ich hier eigentlich immer als Eindringling betitelt? Dieser Schutz. Ich glaube, dich muss ich töten, oder? Lass die Katastrophe auf euch herabregnen, Narr! Er hat seinen Job verfehlt. Nur zu dir. Meine Pfeile treffen immer! Moment, lasst mich mal! Das hat wirklich geklappt. Obacht, Dedra! Senkt die Waffe, Elfin. Ich rede mit der anderen Sterblichen, sobald sie das Versteck durchsucht hat. Und Evelyn direkt, okay. Was habt ihr gefunden? Irgendwas Interessantes da drin? Nun, was war in dem Versteck? Haben wir endlich das Geheimnis der Langhauskaiser aufgedeckt? Keine Geheimnisse. Zumindest soweit ich sehen konnte. Nur ein Siegelring und eine verschlüsselte Schriftrolle. Lasst mich das mal sehen. Ja, das ist eine Verschlüsselung. Kaiserlich. Genau wie bei dem Tagebuch, das ich in der Schwarzdrachenvilla gefunden habe. Ich kenne jemanden, der das entschlüsseln kann. Er hat mir auch beim Tagebuch geholfen. Ich bin mir sicher, er kann auch diese Schriftrolle übersetzen. Wo finden wir euren Kontakt? Nicht weit von hier. Gleich außerhalb von Eldenwurz. Sucht nach dem Lager mit all den Büchern darin. Ich treffe euch dort. Erzählt mir mehr über diesen Kontakt, der kaiserlichen Verschlüsselungen knacken kann. Sagen wir einfach, ich kenne ihn schon eine sehr lange Zeit und würde ihm mein Leben anvertrauen. Wie ich schon sagte, hat er das Tagebuch übersetzt, das ich gefunden habe. Das Tagebuch von Kaiser Leovig, das mich hierher geführt hat. Verratet ihr mir, warum wir dieser Daedra-Dame trauen sollten? Weil ihr mich kennt. Ihr vertraut mir. Wir können uns bis zu einem gewissen Punkt auf Flyrant verlassen. Nun gut. Nach allem, was wir in Orsinium durchgestanden haben, ist das nicht zu viel verlangt, schätze ich. Wenn ihr denkt, dass die Daedra-Dame uns helfen kann, reicht mir das. Ich behalte sie aber im Auge. Man sollte die Samen nicht vor dem Keimen loben. Vielleicht keimen die Samen ja auch nicht. Da ihr die Neugier der Waldelfin nun befriedigt habt, wird es Zeit, meine zu befriedigen. Zeigt mir, was das Versteck enthielt, kleine Sterbliche. Ich habe Kaiser Leovigs Siegelring und eine in kaiserliche Verschlüsselung verfasste Schriftrolle gefunden. Wir wussten bereits, dass es hierbei um Kaiser Leovig geht. Und ich kann diese verschlüsselten Worte nicht lesen. So sehr dieses Mysterium auch mein Interesse weckt, es beginnt auch, mich zu langweilen. Wenn wir diesen Teil des Rätsels nicht bald lösen, werde ich mir anderweitige Unterhaltung suchen. Ihr würdet uns damit alleine lassen, auch wenn das Schicksal der Welt auf dem Spiel stehen könnte? Das Schicksal eurer Welt, kleine Sterbliche, nicht meiner. Aber zerbrecht euch nicht den Kopf. Das sterbliche Reich hat mich schon immer amüsiert. Ich werde euch helfen, sofern ich das kann. Solange meine Bemühungen auch mir von Nutzen sind. Allerdings kann ich nicht helfen, die verschlüsselten Worte des Kaisers zu entschlüsseln. Evelyn kennt jemanden in Eldenwurz, der die Nachricht entschlüsseln kann. Also ist die Waldelfin doch noch zu etwas Nutze. Interessant. Ich werde ein Portal zu diesem Eldenwurz öffnen, um eure Reise zu beschleunigen. Sollte sich die Gelegenheit bieten, fragt die Waldelfin, wie sie diesen Schutzzauber brechen konnte. Ich spüre etwas Mächtiges. Ich werde sie fragen. Konntet ihr die verzauberte Schriftrolle öffnen, die wir in der anderen Anlage gefunden haben? Noch nicht. Aber ich lasse meine beste Unheilsbrut daran arbeiten, während wir uns hier unterhalten. Geht, kleine Sterbliche.
Enträtselt die Mysterien vor euch, während ich über die Hinweise grüble, die wir zusammengetragen haben. Ich werde euch aufsuchen, wenn einer von uns etwas zu vermelden hat. Dieses Portal wird euch nach Eldenwurz bringen. Trödelt nicht. Ich spüre, dass mehr hinter diesem Rätsel steckt als kaiserliche Politik. Na gut, dann gehe ich jetzt mal durch das Portal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge auf der anderen Seite wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.